So, dann starten wir. So, good evening everyone and thank you for joining us. Ja, guten Abend an alle zusammen und ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. So, what would it take to have fun with all the abusive relationships that we have? So, was braucht es, dass wir ganz viel Spaß haben mit all diesen missbrauchenden Beziehungen, die wir haben? Like, first of all, all the relationships we have that we are not willing to acknowledge, in which many ways it is abusive. So all diese Beziehungen, die wir schon haben, die wir nicht bereit sind anzuerkennen, dass sie in irgendeiner Art und Weise missbrauchend sind. So everywhere we bought into that we need to hold on to, we need to maintain these relationships. Und überall, wo wir uns eingekauft haben, dass wir diese Beziehung, dass wir daran festhalten müssen und dass wir daran festkleben, weiter festkleben müssen. Because we bought into that these are beneficial. Weil wir uns eingekauft haben, dass sie uns unterstützen oder dass sie uns beitragend sein könnten. And everywhere we made these relationships or these people are the source of our life. Und überall, wo Oops. Yes. We are We're a little bit frozen. Yes. So will you destroy and uncreate all that? Würdet ihr das jetzt alles zerstören und kreieren? Right and wrong, good and bad, for them, poco, nine shorts, boys and beyonds. And everywhere we are not willing to change it. Und überall, wo wir nicht bereit sind, das zu verändern. Everywhere we are afraid of the change. Und überall, wo wir Angst haben vor dieser Veränderung. Everywhere we can't even imagine our life without these people or these relationships. Und überall, wo wir unser Leben uns gar nicht vorstellen können, ohne diese Beziehungen und ohne diese Menschen. So will you destroy and uncreate all that? Würdet ihr das jetzt zerstören und kreieren? Right and wrong, good and bad, but I'm Pokémon and short boys and beyond. So who am I without the abusive relationships? So wer wäre ich ohne diese missbrauchenden Beziehungen? Like, what did you buy into that? Who am I if I have these relationships? Worin hast du dich eingekauft darin, wer du wärst ohne diese Beziehungen? And every time when this is the reference points for others to connect to you, would you destroy and uncreate all of that? Und immer wenn das ein Referenzpunkt wird für dich, damit andere dich darin kontaktieren, würdest du das jetzt zerstören und kreieren? Because they know only this way. Weil sie kennen einfach nur diese Art und Weise. And if you change, they can't connect to you or they can't recognize you. Und wenn du dich veränderst, dann können sie sich nicht mehr, dann können sie mit dir keinen Kontakt mehr aufnehmen und sie werden sie dich auch gar nicht mehr erkennen darin. But if you see them as beneficial to you, you will change back. You will not allow yourself. Aber wenn du sie anerkennst oder wenn du sie immer noch als einen Beitrag oder einen Benefit für dein Leben anerkennst, dann wirst du dich nicht verändern oder dann werden sie weiterhin Kontakt zu dir suchen. Yeah, so everywhere they are still the source of your life and the source of your creation, that will stop you from the change that is possible for you. Überall, wo sie noch diese Quelle des Lebens von dir sind, die Quelle der Kreation sind, um dich dann zu stoppen. Right. And everything that brings up, will you destroy and uncreate? Und alles, was das jetzt hochbringt, würdest du das zerstören und kreieren? Right and wrong, good and bad, pot and poke, one and shorts, boys and beyonds. Cool. So, all the relationships that we have that are abusive, all die Beziehungen, die wir haben, die missbrauchend sind. Are you willing to have more ease with them?
Bist du bereit, mehr Leichtigkeit mit damit zu haben? Like, what would your life be like if these relationships would change? And are you willing to receive the contribution of this change? Und bist du bereit, den Beitrag von dieser Veränderung jetzt zu empfangen? Actually, how many bodily symptoms do you suffer from because of maintaining these abusive relationships? Und von wie vielen Körpersymptomen leidest du, weil du unter diesen missbrauchten Beziehungen oder weil du in diesen missbrauchten Beziehungen bist? And what would your life and what would your body and your health be like if you had none of these? Und wie würde dein Leben, dein Sein und dein Körper auch aussehen, deine Gesundheit auch aussehen, wenn du keine davon hättest? Are you willing to function from that space? Bist du bereit, aus diesem Raum heraus zu funktionieren? Like, what could you create from that space? Was könntest du aus diesem Raum heraus kreieren? And one of the big things, like one of the reasons why we are not willing to change is the fear of judgment. Einer der Gründe, warum wir Angst vor Bewertung haben. Fear from what would people say if you change your relationship? Einer der Gründe, warum wir Angst haben, was, wenn wir eine dieser Beziehungen verändern würden. So, this is where you are not willing to receive judgment. Und wo bist du nicht bereit, Bewertungen zu empfangen? And yeah, maybe you have heard that every judgment you are not willing to receive, you will lose $10,000 in that year. Vielleicht hast du das schon gehört. Überall, wo du nicht bereit bist, eine Bewertung zu empfangen, dann wirst du $10,000 in diesem Jahr verlieren. But every judgment that you are willing to receive will generate $5,000 more in that year. Und die Bewertung, die du bereit bist zu empfangen, wird dir $5,000 mehr in diesem Jahr kreieren. So how much money would you like to make this year? So wie viel Geld würdest du gerne dieses Jahr noch machen? Like in how many relationships you have that are keeping you in that financial situation that you would like to break out from? Wie viele Beziehungen hast du noch, die dich in dieser finanziellen Situation halten, über die du eigentlich hinaus kreieren möchtest? Like these relationships at your workplace, with your colleagues, with your boss. Vielleicht sind es Beziehungen an deinem Arbeitsplatz mit deinen Kollegen oder mit deinem Chef. Where they abuse you in so many ways. Wo sie dich in so vieler Art und Weise missbrauchen. And you are not willing to receive them, you are not willing to receive the space they are functioning from or their judgments. Und du nicht bereit bist, sie zu empfangen und den Raum, aus dem heraus sie funktionieren und auch die Bewertungen, die sie auf dich haben, nicht bereit bist zu empfangen. Actually, every time when you are not willing to receive a judgment, you will contract yourself. Und tatsächlich jedes Mal, wenn du nicht bereit bist, eine Bewertung zu empfangen, ziehst du dich selbst zusammen, ziehst du den Raum, der du bist, zusammen. So that will block you, that will contract you, that will not allow you to receive more. Und das wird dich zusammenziehen, das wird dich blockieren und das wird dir nicht erlauben, darüber hinaus zu gehen. So one part of it is maintaining these abusive relationships with these people and the unwillingness to receive the judgment. Das eine ist, weiterhin diese Beziehungen aufrechtzuerhalten mit diesen missbrauchenden Menschen. Und das andere, sorry, the other is? The unwillingness to receive judgment. Die Nichtbereitschaft, die Bewertung zu empfangen.
that is really holding you back from creating the financial reality that you desire. Und das hält dich wirklich ab, diese finanzielle Situation oder die finanzielle Möglichkeiten zu kreieren, die du dir wirklich wünschst. So what financial reality could you create if you were choosing to have more ease in your relationships and have no more abuse? Welche finanzielle Situation oder Möglichkeiten könntest du dir kreieren, wenn du mehr Beziehungen kreieren könntest und auch mehr bereit wärst, diesen Missbrauch zu empfangen? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Do you truly choose to have that financial reality? Do you, sorry, could you repeat it? Yes, do you truly choose to have that? Wählst du wirklich diese finanzielle Freiheit. And everything that doesn't allow it, will you destroy and uncreate? Und alles, was es dir nicht erlaubt, würdest du das jetzt zerstören und kreieren. Right and wrong, good and bad, put and poke, all natures, boys and beyonds. And all the people around you in your family that you are not willing to receive, and they are abusive and judgmental. Und all die Leute um dich herum, besonders in deiner Familie, die missbrauchend sind und die auch sehr bewertend sind. Your brothers and sisters, your parents or grandparents or uncles and aunties. Deine Brüder, deine Schwestern, deine Eltern, deine Großeltern oder auch deine Onkel und Tanten. Or your partner, your husband, your wife, or your previous or ex-partners that you ever had. Oder auch dein Partner, dein Ehemann, deine Ehefrau, oder auch die Ex-Partner, die du hattest. Even your children. Oder sogar vielleicht deine Kinder. So are you willing to recognize the people who are using abuse to control you? Bist du bereit, die Menschen zu erkennen, die Missbrauch benutzen, um dich zu kontrollieren? Like just because we bought into it that the purpose of a family to help each other, where, yeah. Und nur weil wir uns eingekauft haben, dass das der Zweck einer Familie sein soll, dass wir einander unterstützen oder uns gegenseitig helfen. What if these people in our family doesn't function from this space? Was wäre, wenn die Familienmitglieder gar nicht aus diesem Raum heraus funktionieren würden? And because you are not willing to see them as abusive as they truly be. Und weil du nicht bereit bist, sie zu sehen, so missbrauchend, wie sie wirklich sind. You know, you are just standing there when the abuse happens and okay, why did this happen? It shouldn't happen. It's not, it can't be real. Und du bist einfach nur da und du empfängst diesen Missbrauch, aber du denkst, ja, das kann ja gar nicht real sein. You know, your expectation is that all the family members are there to hold your back, to support you. Deine Erwartungen sind, dass deine Familienmitglieder da sind, um dir den Rücken freizuhalten oder zu stärken und dich zu unterstützen. But what if they function from a totally different point of view? Aber was wäre, wenn sie aus einer ganz... Cool. So, what would the life be like on a daily basis if there were no more abuse? Wie würde dein tägliches Leben aussehen, wenn es gar keinen Missbrauch mehr für dich gäbe? Like if you didn't function and if you didn't suffer from any abuse any longer. Wenn du nicht mehr funktionieren würdest und auch nicht mehr leiden würdest unter irgendeinem Missbrauch. You know, one of the abuse that we suffer is during childhood when the parents are keep telling that you are not good enough, you are not good enough. In order to stimulate you, to make you learn more and harder. Einer der Missbrauchungen, unter denen wir am meisten gelitten
haben, als wir als Kind waren, dass unsere Eltern uns immer erzählt haben, wir sind nicht genug und wir können nicht genug, um uns zu stimulieren, dass wir besser lernen und dass wir besser funktionieren. And later on, when you grow up and you are an adult and you have the first workplace, you just don't understand why they are all abusive with you. Und später, als du erwachsen wurdest und vielleicht deinen ersten Arbeitsplatz hattest, hast du gar nicht verstanden, warum sie dich alle missbrauchen. And then your boss and your colleagues are telling you that they are doing this to you to help you, to help your growth and development. Und dann hat dir dein Chef auch noch erzählt, dass sie das nur machen, um dir zu helfen, dich zu entwickeln und damit du wächst. So they are showing you the weak spots in your life to help you to develop. Sie haben dir nur diese Spots in deinem Leben gezeigt, um dir zu helfen, damit du dich weiterentwickelst. What if you could find a workplace where people are empowering each other and empowering you to help your development? Und was wäre, wenn du wirklich diesen wahren Platz finden würdest in deinem Leben, wo Menschen dich ermächtigen und dich wirklich unterstützen? So if you look around in the world, are there workplaces, are there situations that can contribute to you, that can be generative and supportive? Und wenn du dich jetzt so Optionen, die dich wirklich unterstützen könnten und die dir helfen würden, dich weiterzuentwickeln. Are you willing to have that? Und bist du bereit, das zu haben? Can you choose that? Und kannst du das wählen? Like, would you allow yourself to start to function from that space where abuse is not required on a daily basis? Und wärst du bereit, wirklich von diesem Raum heraus zu funktionieren, wo Missbrauch nicht funktioniert oder nicht erforderlich ist in diesem täglichen Leben? What fun you can have in your life and with your body if you have no more abuse? Und wie viel Spaß könntest du in deinem Leben und auch mit deinem Körper haben, wenn du keinen Missbrauch mehr in deinem Leben hättest? If you don't have to be the victim of this abuse? Wenn du nicht mehr das Opfer von diesem Missbrauch sein willst. And actually if you would have a relationship, a partnership with someone who is empowering you all day long. Und wenn du tatsächlich eine Partnerschaft hättest mit jemandem, der dich wirklich täglich den ganzen Tag unterstützt und ermächtigt. Imagine what growth and development and expansion would be available for you. Stell dir vor, welche Ausdehnung, welches Wachstum für dich möglich wäre. Imagine that your partner is holding your hand, holding your back and keeps supporting you all the time. Stell dir vor, dass dein Partner wirklich dir die Hand hält und dir den Rücken stärkt die ganze Zeit. What would it create? Was würde das kreieren? And just because we can't see this as an example, it doesn't mean it's not possible. Und nur weil wir es nicht als ein Beispiel sehen können, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist für uns. So what would it take to have that much ease in our life? Und was braucht es wirklich, so viel Leichtigkeit in unserem Leben zu haben oder diese Leichtigkeit in unserem Leben zu haben? And everything that brings up, will you destroy and uncreate? Und alles, was das jetzt hochbringt, würdest du das jetzt zerstören und kreieren? Right and wrong, good and bad, good and poor, and shores, boys and beyonds. And what would it be for your children and for the next generation if we could create a future like this? Wie würde die Zukunft, was würde es für deine Kinder und deine Enkel kreieren, wenn wir eine Zukunft wie diese kreieren könnten? Where the basis for the future, where the basis for relationships was to contribute to each other. Wo die Basis einer Beziehung ist, wirklich sich gegenseitig beizutragen. Functioning from the question, what can we do together that creates more?
Und zwar aus dieser Frage heraus zu funktionieren, was können wir gemeinsam machen, um mehr zu kreieren? And you know, all those people who are not willing to change, all those people who are keep choosing the abuse, what will it take to make them visible for everyone? Und was braucht es, dass wir wirklich die Menschen, die sich nicht verändern wollen und die weiterhin an dem Missbrauch festhalten wollen, wirklich sichtbar für alle zu machen? It's not a problem if they choose the shit, if they choose to be abusive, but do you have to suffer? Also es ist kein Problem, wenn sie diese Scheiße und dieses Missbrauchende wählen, aber musst du wirklich darunter leiden? So what contribution it can be to the future that we desire to create if we make all these people visible? Und welcher Beitrag könntest du für die Zukunft sein, wenn du all diesen Menschen einfach sichtbar machen würdest? And everything that doesn't allow you to be that powerful, to be the infinite being you are, to make them visible, so you destroy and create. Und alles, was es dir nicht erlaubt, so kraftvoll zu sein und sie wirklich sichtbar zu machen, würdest du das jetzt zerstören und kreieren? Everywhere we are waiting for others to make them visible or to step up, so you destroy and create. Und überall, wo wir auf andere... Überall, wo du auf andere wartest, dass sie sich sichtbar machen oder dass sie sich zeigen und irgendwas dagegen tun, würdest du alles, was das ist, jetzt umkehren. Right and wrong, good and bad, for and short voice and beyond. Is there a question? Yeah, I think we have some questions in the chat. One moment. Gabriele writes, could it be that we doesn't recognize these people is, I don't know what you mean with is, that we doesn't recognize is, that we have closed us for this positive impulse or for these positive thoughts that come inside? Mm-hmm. You mean... what if we don't recognize those people who are supportive and contribution to us? Meinst du, dass wir die Menschen nicht erkennen, die wirklich eine Unterstützung und ein Beitrag für uns sind? I mean, if there are people who said, oh, I want the best for you, but you can't feel that I feel the best for you. Uh-huh. Could it be a mechanism in myself that I can't get the feeling and the vibration? Mm-hmm. And so I think it isn't true, but it is true. Mm-hmm. So, also da gibt es diese Leute, die immer sagen, ah, ich meine es doch nur so gut mit dir und du kannst es einfach noch gar nicht fühlen, dass ich es gut mit dir meine. Und kannst du dann nochmal, du hast nicht dieses Gefühl, dass du diese Vibrationen und diese Schwingungen von ihnen empfängst, das ist wirklich, dass sie die Wahrheit sagen. Yes. Okay. So, thank you for the question. Like, this is why receiving is really important in this topic. So, vielen Dank für diese Frage und das ist wirklich, warum es so wichtig ist, warum wir, um was es geht, was es heißt, zu empfangen. Because whatever people say, but if you are willing to receive them and receive the space they are functioning from. Was Menschen sagen, bereit bist wirklich den Empfangen, aus dem heraus sie funktionieren. That will allow you to know what they really want to say, what they would do to you. Und das erlaubt dir dann zu wissen, was sie wirklich sagen und was sie dir wirklich antun oder was sie mit dir machen. You know, so they can say that they want the best for you, but in the background they want to abuse you and you will know that. So im Vordergrund sagen sie, ich möchte das Beste für dich, aber eigentlich funktionieren sie anders und sie wollen dich eigentlich missbrauchen oder sie misstrauen dich tatsächlich. Thank you. Thank you, Gabriele. Danke.
Okay, Antonietta writes, I have learned to hide me and to to go into the confront. I couldn't choose others. I continue to make it in this way. You mean, I just didn't hear it clearly, so to hide yourself and not to confront others. Right. Antonietta, you want to say? Yes, if you can just repeat. Do you? Sorry, this I haven't understand. If you can just repeat it. Okay, and okay, she has learned to hide herself or to battle for herself, and she doesn't could choose something other, and she continues to make it in this way. So the question is, are you willing to see yourself as valuable as you truly be? Die Frage ist, bist du bereit, dich zu sehen, so wertvoll, wie du wirklich bist? Like, where did you buy into that other people's points of view or what they want to say or do is more important or more valuable than what you know? Wo hast du dich eingekauft, dass so wie dich die Menschen sehen oder die Ansichten, die sie über dich haben, wertvoller sind als das, was du über dich weißt? So everywhere you are, you rather follow the authority than following your knowing. Will you destroy and uncreate? So überall, wo du der Autorität folgst, anstatt deinem Wissen zu folgen. Right and wrong, good and bad, put them for colon and shorts, boys and beyond. Okay. So. Is there another question or not? No. Gibt es noch irgendwelche Fragen von euch? I have one, please. Yes. Except for access bars, is there another body process that helps people escape or get out of abusive relationships? So gibt es außerhalb von den Access Bars noch einen anderen Körperprozess, der Menschen hilft, aus diesem Missbrauch herauszukommen? I'm asking because I had some success with Access Bars, but maybe I can add another tool. Ich frage das, weil ich hatte schon einigen Erfolg, auch mit den Bars, aber vielleicht gibt es einfach noch ein anderes Werkzeug, das ich anwenden kann. There is the Abuse Hold Session that is taught by Gary Douglas. So es gibt diesen Abuse Hold, der von Gary Douglas gelehrt wird. Which the main purpose of that is like you, the person is holding the other person and that can help them to release abuse from their body. So der Zweck von diesem Abuse ist, Menschen auch zu halten, so dass ihr Körper diesen Missbrauch und diese Energien loslassen kann. And also we created a 2.5-day class with a special approval from Gary Douglas. Und wir haben auch eine 2.5-Tagesklasse oder Kurs kreiert und haben speziell die Erlaubnis von Gary Douglas dafür bekommen. And during the class we go through all the different forms of abuse. Und während dieser Klasse gehen wir wirklich durch all diese verschiedenen Formen von Missbrauch durch. Which allows people to recognize all the situations, all these abusive situations in their life. Welchen Menschen wirklich erlaubt, all diese missbrauchenden Beziehungen und Situationen in ihrem Leben zu erkennen und wahrzunehmen. So they can recognize it. They can see that, okay, this is an area where I can change something. So sie können es dann wirklich erkennen und sie können sagen, okay, das ist ein Bereich, wo ich etwas verändern kann. And also during the class we teach a unique body process to clear the abuse from the body.
Und wir lehren auch einen speziellen Körperprozess, um wirklich den Körper von diesen Energien des Missbrauchs zu klären. Because what happens, one thing is that abuse and keep choosing and maintaining abuse is part of our universe, it's part of our choices. Weil wenn Missbrauch wirklich Teil von unserem Universum ist, dann behalten wir auch diesen Missbrauch immer bei und in jeder Wahl, die wir haben, ist dieser Missbrauch dann dabei. And also we lock the implant of abuse into the body. Und wir schließen wirklich auch diese Energie von Missbrauch in unseren Körper ein. So when we simply just clear the abuse from the being, it will keep staying in the body. Wenn wir nur aus unserem Sein oder aus unserem Wesen heraus diesen Missbrauch rausklären, wird es aber weiterhin in unserem Körper fortführen oder wird es weiterhin in unserem Körper sein. So it's the vibration of the abuse will still be in the body and invite back the abusive situations and choices. So die Vibration vom Missbrauch wird weiterhin in unserem Körper sein und wird auch weiterhin dann solche missbräuchlichen Situationen in unser Leben einladen. And also a lot of people suffers from being a victim. Viele Menschen leiden auch darunter, ein Opfer zu sein. And there was that question before, like, how can you recognize if someone is abusive, how are they say something else? Und da war auch vorher die Frage, wie kannst du jemanden erkennen, wenn er dir etwas sagt, aber du weißt, er meint eigentlich etwas ganz anderes. During the class we also talk about what is receiving judgments. Während dem Kurs werden wir darüber reden, was es heißt, zu empfangen und auch Bewertungen zu empfangen. So there are all this information during the class that you can use to create a change in your life. Es wird all diese Informationen in diesem Kurs geben, damit du wirklich eine Veränderung in deinem Leben kreieren kannst. But also you can use them to help your clients. Aber du kannst natürlich das auch alles benutzen, um deinen Klienten zu helfen. So really, what else is possible and what change is possible in all the different areas of your life? So was ist wirklich möglich und wie viel Veränderung ist möglich in allen Bereichen deines Lebens? What is the magic that is possible in your relationships, in your finances and with your body? Und welche Magie ist wirklich möglich in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen und auch in deinem Körper? You know, when you receive judgment, how much more money can you create? Wenn du wirklich bereit bist, Bewertung zu empfangen, wie viel mehr Geld kannst du kreieren? And when you receive what people wants to really do, what is behind their words, what is you can have in your life? Und wenn du wirklich empfangen kannst, das, was hinter den Worten von vielen Menschen ist, was sie wirklich tun möchten, wie viel mehr Leichtigkeit kannst du in deinem Leben dann haben? Because, you know, we are all looking for the ease and looking for the expansion in our life and the growth. Wir suchen alle nach dieser Leichtigkeit und nach dieser Ausdehnung und nach diesem Wachstum in unserem Leben. But actually what abuse does, it stops the expansion that is your nature. Aber was Missbrauch tatsächlich macht, es stoppt unsere Ausdehnung. Und Ausdehnung ist unsere eigentliche Natur. So when you are abused, you yourself choose to contract yourself. Wenn du missbraucht wirst, dann wählst du immer, dass du dich zusammenziehst. And when you contract yourself, what happens, your receiving is also reduced. Was passiert, wenn du dich zusammenziehst, dann ist auch das, was du empfangst oder deine Empfangsbereitschaft reduziert. So it doesn't allow you to function from the space of the infinite being that you are. Und dann erlaubst du dir nicht oder es erlaubt sich dir nicht, dass du wirklich aus diesem Raum des unendlichen Wesens heraus funktionierst, der du wirklich bist.
Because actually when you function from that space, what happens that you are unstoppable. No one can stop you. Wenn du wirklich aus diesem Raum heraus kreierst oder funktionierst, dann bist du wirklich unstoppbar. Dann kann dich niemand mehr stoppen. Like no one can control you. Dann kann dich niemand mehr kontrollieren. You are the one, the source of your life and the source of your creation. Du bist dann diejenige oder derjenige, die Quelle deines Lebens und deiner Kreation. So what do you choose? So was wählst du? Cool. Thank you. I think there is another question or it's a comment. Yes, there is a question from Gabriele. The perceiving that when I perceive abuse, these make me very sad. Is then, if I use then the interesting point of view, is this the most effective method or tool that I can use? Is this a question or it's a comment? Yes, it's a comment that the perceiving that there is abuse makes her sad. And she asked if then the interesting point of view, is this the tool that helps the most? There are so many tools. Which is the tool that helps you the most? Ja, es gibt so viele Werkzeuge. Und welches hilft dir wirklich am besten? And what if each and every situation is different? Und es kann sein, dass es in jeder Situation ein anderes Tool ist oder ein anderes Werkzeug. And what if you have the capacity to know which tool to be used in which situation? Und was wäre, wenn du die Fähigkeit hättest, zu wissen, welches Tool du in welcher Situation anwendest? Like which tool will create the change that you desire? Welches Werkzeug genau jetzt die Veränderung kreieren wird, die du dir wünschst? Thank you. Danke. And there is another question from Antonio. Expand and then to receive. Can you repeat it, please? How is it possible to receive judgment? Is it expansion and receiving? Yes. So this is one of the main topics of the class, how you receive judgment. What does it mean, receiving judgment? Das wird eines der Hauptthemen in dem Kurs sein. Wie empfängst du wirklich Bewertungen? And not just that, but there is the judgment process. Es gibt da auch wie so ein Bewertungsprozess. And also the receiving each other. Und auch wie man sich gegenseitig empfängt. So receiving is quite a key process. It's quite a key tool that we can use. Und Empfangen ist wirklich wie so ein Schlüsselprozess, so ein Schlüssel, den wir anwenden können. And we are going deeper into it. What does it mean, receiving, and how you receive? Und wir gehen wirklich noch tiefer hinein, was es heißt, zu empfangen und wie du empfangen kannst. So, when will be the class and where? So, wann wird die Klasse sein und wo? Maria? You want to tell us where is the class? Möchtest du uns mitteilen, wo die... Die Klasse ist in Linz vom 13. bis 15. Dezember im Hotel Ibis. Und wir freuen uns schon riesig auf Rocco und Chilla. Ich war schon bei Ihnen beim Acoustical Body und es ist einfach ja, Wahnsinn, was ich da tun kann in unserem Leben. Danke. So, the class will be available in English and German, of course, with the beautiful Verena. So, der Kurs wird stattfinden in Englisch und in Deutsch. Ich werde die Übersetzung machen. Yes, and if you have any questions, please contact Mario or Silvio. They are hosting this class for us. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kontaktiere doch bitte Maria oder Silvia. Sie ist auch da, ich habe sie vorhin gesehen, genau. Silvia. Und sie werden nämlich die Hosts und die Gastgeber von dieser Klasse sein. Yeah, so what else is possible without abuse? So was ist wirklich möglich ohne Missbrauch? Really, what future can you create? If you have no abuse in your life, in your body.
Und welche Zukunft kannst du kreieren, wenn du keinen Missbrauch weder in deinem Leben noch in deinem Körper hast? And how many of your bodily symptoms are coming from the abuse that's locked into your body? Und wie viel von deinen Körpersymptomen kommen wirklich von diesem Missbrauch, den du in deinem Körper eingeschlossen hast? Thank you. Thank you so much. Vielen Dank. Ganz, ganz vielen Dank und wir freuen uns schon, dich irgendwann wieder zu sehen. Thank you for your invitation and see you soon. Und thank you. Wir sehen uns bald. Ciao. 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 Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye.